In den letzten Wochen und Monaten hört man eigentlich immer nur von den unterschiedlichsten Krisengebieten, Kriegsgebieten, immer wieder schlimme Nachrichten. Ja, und da könnte man sich natürlich fragen, und tut es sich sicherlich auch, haben die Menschen eigentlich nichts aus der Geschichte gelernt? Derzeit, wir erinnern uns, 100 Jahre Erster Weltkrieg. Und genau das ist ein Thema einer sehr besonderen Stadtrundfahrt. Ja, und die haben wir einfach mal gemacht, weil die Stadtrundfahrt, die gibt es nicht sehr häufig. Also wenn Sie sich anschauen möchten, dann sollten Sie schnell sein. Am Anfang wirkt alles wie eine ganz normale Stadtrundfahrt. Doch schnell wird klar, hier gibt es einiges zu lernen. Mit dem Historiker Hermann Gramp geht es auf eine Zeitreise zurück in das Berlin von 1914. Die Autos erobern die Straßen. Es geht immer schneller voran. Es war wirklich eine Zeit des Fortschritts und des Fortschrittsglaubens. Und keiner hat letztlich gedacht, dass es Krieg geben könnte. Der Weg in den Krieg, er beginnt hier in Berlins historischer, repräsentativer Mitte. Filmaufnahmen und die Fahrt zu den historisch entscheidenden Plätzen erzeugen ein besonderes Panorama zur bewegten Geschichte der deutschen Hauptstadt. In Zentraleuropa, es gibt Krieg. Mit 1914 im Ersten Weltkrieg wird Berlin gewissermaßen sozusagen ins Zentrum der Weltgeschichte katapultiert und bleibt dort letztlich bis zu unserer Zeit. Das ist eine direkte Folge des Ersten Weltkrieges. Also eine der zentralen Kriegsmächte. Das Weimarer Projekt, das gescheitert ist. Nationalsozialismus bringt wieder Krieg von Berlin ausgehend über die ganze Welt und dann die Teilung im Kalten Krieg, die quer durch Berlin geht. Also alles, was im 20. Jahrhundert Weltgeschichte ist, ist in Berlin wiedergespiegelt als Folge des Ersten Weltkrieges. Gute zwei Stunden lang erfahren die Teilnehmer, wie es kommen konnte, dass eine ganze Generation anfangs so begeistert in den Krieg zog. Und der Historiker zeigt, wo in Berlin die fast vergessenen Orte schlummern, an denen sich dieses Drama vollzog, zum Beispiel in Tempelhof. Und das ist der Ort, wo jeder Wehrpflichtige in Berlin durch dieses Tor gehen musste, weil wir hier links zwei Gebäude haben, die zur ehemaligen Landwehrinspektion gehörten. Das wusste ich alles nicht und gerade dieser Ort, völlig außerhalb meiner Perspektiven. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so viele Details bekomme. Also ich bin wirklich schlicht und weg begeistert. Ich habe sogar meinen kleinen Notizblock rausgeholt und musste ein paar Sachen auf mir notieren, weil es ist einfach auch viel. Ich muss sagen, dass ich mich schäme, dass ich fast nichts von dem wusste, was hier erzählt wird. Also man denkt, klar, man weiß ein bisschen über den Ersten Weltkrieg. Bin auch sehr beeindruckt von dem ungeheuren Wissen dieses Mannes und wie der das präsentieren kann. Hervorragend. Und weil man hier vom Zivilisten zum Soldaten wurde, hat er dann meistens so einen Pappkarton mit den zivilen Klamotten. War das die General-Pappkartonstraße? Die Bundeszentrale für politische Bildung finanziert diesen historischen Exkurs. Für gerade einmal 6 Euro kann jeder Interessierte in die Vergangenheit Berlins mitreisen. Eine Anekdote noch zu dieser Gegend. Diese historischen Informationen kommen ja nun anhand der Bilder ganz anders rüber. Und wenn man dann noch an den authentischen Orten ist und dann einen Vergleich ziehen kann, wie es früher aussah, wie es heute aussieht, was ist daraus geworden, so sieht man die Historie ja in einer ganz anderen Perspektive. An diesem Wochenende nimmt die Videobus-Tour zum vorerst letzten Mal Gäste auf ihre Zeitreise mit. Es sind übrigens die Tage der Mobilmachung vor genau 100 Jahren.